Ja, und somit hallo und herzlich willkommen zur 103. Folge von Spread Engineers hier auf Maiko Hansard TV in der dritten Staffel. Mit dabei heute natürlich wieder der Heiko. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Eisdragon. So, ja. Wie ihr seht, ich habe hier sogar ein bisschen versucht, ein bisschen Gewicht zu sparen, ja, indem ich hier unten ein bisschen paar Stahlblöcke weggelassen habe, einfach Luftlöcher, ja. Stabil genug sollte es trotzdem sein. So, jetzt müssen wir uns, ich habe letzte Folge am Ende abgezählt, wo die Fahrwerke hin müssen. Und jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich das so entsprechend platziere. So, mittig kann ich vom 2. bis zum 13. Block platzieren. Okay. Also platzieren, demzufolge dann vom 3. bis zum 12. Aber, also ab hier quasi. Ich muss ja gucken, dass die hier vorne nicht aneckt, ne? Dass die vorne nicht anstößt. Also bis hier kann die Rakete gehen, bis hier, bis zu der Kante. Also weiter auf keinen Fall. Am besten nur bis hier. So, wenn sie nur bis hier gehen soll, dann machen wir mal so drei Blöcke. 1, 2, 3. Das ist der 3. hier unten. Also hier müsste denn das Fahrwerk hin. So, das Fahrwerk muss in dem Fall um einen vorstehen. Somit müssen wir hier einen kleinen Podest bauen für das Fahrwerk. Na, wo ist der normale Block? Da ist er. So. Einen stinknormalen kleinen Podest. So, da kommt gleich ein Fahrwerk drauf. Kopf rum. Ich versuche gerade irgendwie mein Schiff endlich fertig zu kriegen. Okay. Ja, der spaßige Teil wird dann irgendwann der, mein anderes Schiff, das Bergungsschiff, was ich hier auf die Landfläche drauf landen soll, das dann so zu bauen mit den Fahrwerken und mit der Höhe und so weiter, dass das mit den Fahrwerken, die ich für die Rakete habe, sich nicht beißt. Ja. Weil ich muss die Triebwerke so weit oben anbringen, dass ich mir mein Fahrzeug nicht wegbrenne beim Starten, ne? Viel Spaß. Ja, man alles nicht vergessen. So. So, ein Fahrwerk, genau, auf dem Kopf hat er schon gemacht, sehr schön. So, platzieren wir einmal da und da soll dann die Rakete aufliegen. Ich hatte in der Zwischenzeit eigentlich vergessen, dass mein ganzes Schiff auch einen Boden braucht. Du hast noch keinen Boden? Nein, es hat nur so ein paar Streben, die das ganze Ding irgendwie zusammenhalten. Ja, naja, wer braucht schon einen Boden? Ich meine, alles vollkommen überbewertet. Fliegen wird doch ohne, also. Fliegen tut's auch ohne Boden, das ist so. Ja, das mit Kacke aus. Ja. So, ein Fahrwerk fertig. Im Autolock-Format. Obwohl es vielleicht, ich überlege, sinnvoller gewesen wäre, es weiter hinten zu platzieren. Sieht vielleicht vom Verriegeln her dann besser aus. Ja. Kommen wir dann nach hinten. Wieder weg damit. Naja, das ist immer dieses Optik dann auch, ne? Ja. Die Optik spielt auch noch, weil jetzt komm ich nicht mehr, kann ich nicht mehr durchfallen. Doch, jetzt so da. So. Du musst mal weg. Du musst nochmal weg. Nochmal weg. So. Ey, mein Schiff ist mittlerweile extrem umständlich geworden zu bauen, ey. Okay. So. Vom 3. bis zum 12. habe ich gesagt, das wäre der 3. gewesen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Machen wir es auf 9. Das Witzige ist, ich könnte jetzt auch einfach meinen Reaktor unter den Boden packen. Das könntest du. Ich habe da jetzt extra so eine kleine Lücke, wo ich den jetzt reinpacken könnte. Wir packen den mal auf 9. jetzt einfach. Da auch einer rein. Vitrin halber. Und auch fertig schmeißen. Also direkt an dem Conveyor, ne? Direkt davor. Ich guck, dass das dem Spieler keine Probleme gibt. Ja. Mit dem Verbinden denn des Conveyors mit dem anderen Schiff dann. Wenn ich hier jetzt ein Fahrwerk klatsche. Ja. Voll Bock drauf, wenn ich im All bin, ey, mit meinen ganzen Ressourcen alles so eine kleine Plattform bauen und dann erstmal schön das große Schiff anfangen. Ich kann den Conveyor unten nicht einbauen im Schiff, ne? Warum? Naja, weil sonst das Fahrwerk im Weg ist, das eine. Okay. Weil ich jetzt platziert habe. Oder ich kann ja noch, weißt du was, ich setze das Fahrwerk noch einen nach vorne. Dann sitzt es auf dem 8. Block. Na komm,
Mach weg den Block. So. Machen wir es auf dem 8. So. Nein, du sollst da nichts hinsetzen. Du sollst es schweißen, du Hund. So. So. 9. Dann haben wir ein bisschen Abstand zumindest zum, zum Dings hier. So. Das ist das erste Vorwerk, wie gesagt. Jetzt haben wir es aber endlich mal endgültig hier platziert. So, basta. So. Ganze Ladefläche noch schweißen hier, oh Gott. Das ist eine ganz schön große Fläche. Ja. Aber da gehen locker 200, 300 Schallplatten drauf. Nur für die Fläche hier hinten jetzt. Boah. Ich würde schon echt gerne mal sehen, ein Auto da. Tja, musst du dir die Folgen angucken, Heiko. Ja, also Ende der Woche, Anfang nächster Woche. Genau. Dann kannst du es sehen. So. Wobei ich eigentlich auch schon am Ende nächster Woche keinen Bock habe. Muss ich nicht arbeiten. Oh. Ja, ich habe erstmal schön 7 Tage Urlaub. Ich muss die ganze Zeit arbeiten. Ja, du hast aber auch jetzt ein paar Wochen Urlaub gehabt. Ja, genau, weil ich wahnsinnig viel Urlaub hatte. Was? 2, 3 Wochen hattest du wohl? Naja, das sind schon 2, 3 Wochen. Dafür, dass ich jetzt nur eine Woche habe. Oh. Wobei, für ein Fest bei uns natürlich auch 2 Wochen Urlaub. Weil sonst danach. Aber du musst nicht am Wochenende arbeiten und nicht am Feiertag. Und nicht nachts. Stimmt, dafür gehen bei euch ja auch Urlaubstage drauf, ne? Oder nicht? Für Feiertage nicht. Aber für, aber für Wochenende auch, ja klar. Hm? Ja gut, das geht bei uns halt nicht, ne? Wir haben das. Und die Urlaubstage gehen halt nur weg, wenn wir von Montags bis Freitags arbeiten. Ja. Weil bei uns natürlich mit auch ein Zettel hängt, ob wir nicht samstags arbeiten wollen. Deswegen, wenn ich eine ganze Woche frei haben will, dann muss ich nicht 5 Tage Urlaub nehmen, muss ich 6 Tage Urlaub nehmen. Achso, sonst hast du den auch nicht mehr, oder was? Naja doch, also ich hab ja 2 Tage frei, dann gehe ich 6 Tage arbeiten und dann habe ich halt wieder 2 Tage frei. Ach deswegen, so. Also um eine ganze Arbeitswoche zu haben, muss ich halt, ja, 6 Tage Urlaub nehmen. Okay. Ja. Warum eigentlich mal 6 Tage nur? Wenn ich jetzt sag ich mal eine volle Woche und dann 2 Tage frei? Weil 6 Tage schon schlimm genug sind. Eigentlich. Gibt's auch mal 7 Tage am Stück arbeiten. Ja gut, aber ja, ja gut, okay, haben wir ja sowieso. Also. Ja, die haben ja jetzt nicht, sag ich mal, so, so einen Rhythmus, dass wir dann irgendwann Tage frei kriegen. Aber wir müssen ja auch am Wochenende nicht arbeiten. Haben wir ja, ja frei. Siehst du. So, da ich brauche das Ganze ja wieder aus. Noch mehr Füße, denn der eine Fuß reicht ja nicht aus. So, das heißt, ich brauche noch einen Fuß. So, und zwar 5, 6, 7 von vorne und 4 von der Mitte. Wenn das die 8 ist. 7, 6, 5. Am besten wäre die 6. Die 6. 4 von der Mitte. 1, 2, 3. Dann gibt es genau hier. Okay, gut. Einverstanden. Geht nämlich genau auf meinen Fahrwerksrahmen unten rauf, clevererweise. Mhm. Allerdings muss der jetzt 2 hochstehen. Das heißt, der muss genau auf der Ladefläche schon drauf sitzen, das Fahrwerk. Oh. Der muss sich noch stärker abheben nach oben. Das passt. Energy Critical, hat er mir gerade schon gesagt. Wen interessiert denn sowas? Da fehlt dich. Mich interessiert sowas nicht. So. Ja, aber mir hat das nicht gesagt, also ich habe bei dir dann, ne? So. Motoren. Gott, wir gehen wieder Energie auffüllen. Wir haben noch 5%. Und bei der Gelegenheit können wir gleich mal wieder alle Flaschen auffüllen. Ja, ich glaube. Ich falle jetzt gerade daran, hier irgendwo einen Lüfter anzubauen. Weil ich sehe gerade schon, er zeigt mir keine Sauerstoffflaschen mehr an. Das heißt, die sind auch leer. Ja. Und ich glaube, wenn er schon. Ja gut, schön, wenn dann bei Oxygen Critical kommt, dann Vorbei. Da hast du wahrscheinlich nicht mal genug Zeit, wieder aufzufüllen, oder?
Du, aber in Critical kommt, klar. Schaffe ich locker noch. Hab's ja nicht so weit. Oh. Wenn ich irgendwann auch mal Silber habe, dann kann ich auch in den anderen Gebäuden noch überall so eine First Aid Station reinstellen. So ist zumindest der Plan. Ja. So, Förderhöhe für den Lüfter ist auch schon vorbereitet. Da muss ich nur den Lüfter vorne dran hängen. Machen wir die H2-Flasche auch noch voll wieder. Wo ist Kupfer? Haben wir raus? Den Lüfter brauchen wir. So, alle Flaschen wieder aufgefüllt. Kann wieder weiter schuften. Hinten ist der Lüfter. So. Ich hätte eine Idee, noch eine Umleuchte zu basteln. Ja, warum nicht? Da brauchst du nur einen Motor setzen und einen Scheinwerfer oben drauf. Und lässt den Scheinwerfer Irgendwie drehen. sieht auch, glaube ich, ein bisschen kacke aus. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Aber du hast ja noch eine Umleuchte. Ja. Dann halt noch Warnblinker, kann ich noch Blinker anbauen. Kann man alles machen, theoretisch. Da lassen wir noch eine Straßenverkehrsordnung für den Mars. Nein, Quatsch. Ja, das ist hier alles. Alles vorschriftsmäßig. Hier wird nur vorschriftsmäßig gefahren. Ja. Falschparker werden konsequent weggerissen. Die werden einfach weggebombt. Falschparker. Okay. Ja, die werden einfach weggeschossen. Wurde Gatling rausgeholt, dann wurde Dinge in Schutt und Asche gelegt, das Fahrzeug. Ja, falsch parken ist hier nicht. Okay. Da werden die Räder abmontiert bei Falschparkern. Und anschließend wird er aufgefordert, sein Fahrzeug zu entfernen. Damit lustig wird. Ja. Dann wird die erste von meiner Hälfte dicht mit dem Lüfter in der Mitte drin. So, ihr seht, es geht hier voran. Allerdings soll ich jetzt langsam erst mal vielleicht meine Conveyor-Leitung legen. Ansonsten habe ich hier nicht mehr viel Platz dafür. Ich meine, ich komme zwar unter das Fahrzeug, aber. Wichtig ist, mit meinem Schiff könnte ich halt rein theoretisch auch neue Shuttle lüften. Was könntest du? Mit meinem Shuttle, das ich jetzt baue, könnte ich ja mein großes nachher lüften. Hatten wir sowas Ähnliches nicht schon mal versucht? Ne, wir hatten versucht vom großen Schiff aus dem Hangar die Luft abzusaugen in ein kleines Schiff. Das hat er ja nicht gemacht gehabt. Du erinnerst dich? War umgekehrt, dass er aus dem kleinen Schiff ins große. Das haben wir auch nicht ausprobiert. Das kann ich nicht sagen, ob es geht. Du wirst es für uns ausprobieren. Nicht wahr? Ja, wahrscheinlich. Naja. Wahrscheinlich werde ich so ja vergessen, aber egal. Hast du nicht zu vergessen, sag mal. Ja. Spinnst du? Wie sieht denn mit Corner Lights aus? Muss ja hier erstmal eine fette Konverterleitung unten lang legen. Damit der Verbinder auch konverttechnisch angeschlossen. Ich habe keine Motoren mehr. Gut, die Corner ist riesig. Meine Motoren sind. Oh Gott, ich habe jetzt noch 114 Motoren, Heiko. Oh. Oh mein Gott. So, der Verbinder ist hier hinten. Gott, ey. Ich tue gerade zwischen Ladefläche und Fahrzeugrahmen da bauen, ja, das ist. Das Schöne ist, ich habe es tatsächlich hingekriegt, dass man von außen keine Triebwerke sieht. Abgesehen von den Antriebstriebwerken. Warum ist. Abgesehen von den Antriebstriebwerken. Sind das denn keine Triebwerke? Doch. Und du Ich habe meintest gerade, dass man von außen keine Triebwerke sieht. Ja. Mir ist aber gerade aufgefallen, ich habe zwei Triebwerksarten vergessen. Dieser Bei wären. Richtung. Rauf, runter. Ach, braucht man nicht. Runter kommst du nur von selber.
Also rein theoretisch stimmt das sogar, man braucht ja keine Runtertriebwerke. Also innerhalb der Atmosphäre kommst du auf jeden Fall runter. Das ist nur die Ja. Frage, wie schnell. Und ob man in dem Moment runter will, das ist auch die Frage. Ja. Nee, aber im All brauche ich auf jeden Fall. Im All brauchst du sie, ja. Wer Schiff ja dafür gedacht ist, ins All zu fliegen. Da brauchst du alle Richtungen. Das Aber sieht ich aus könnte sie, wie. glaube ich, auch so verbauen, dass man sie von außen nicht sieht. Ich Das muss sieht nur aus, als wenn ich runtergehen. hier Bremsleitung gerade verlegen würde, ganz ehrlich. Ich hier Ups. gerade an Rohrleitungen verbaue, ja. Könnte man denken, ich verbaue gerade Bremsleitungen. Echter, vier Triebwerke nach oben und nach unten reichen nicht, ne? Vier Treibwerke nach unten und nach oben. So ein Kleine bisschen. Hydrogen, meinst du? Ja, ist so ein bisschen wenig, ne? Für wie viel Gewicht ist die Frage immer? Müssen wir mal nachgucken. Die Frage ist immer, wie schwer ist das Ganze? Vor allem das Ding ist gerade mal zwei Drittel. Und es wiegt. Ja, noch kann ich nicht sehen, hat noch keine Energie. Kannst du aber über das Kontrollfeld trotzdem nachgucken? Echt? Ja. Über das Kontrollfeld bei Info, da hast du die Masse. Masse. Gridmass. Ne? Ist das? 26.788 Also Kilo. 26 Tonnen. Ja. Leichter als meins offensichtlich. Gut, es Ist sind aber noch das fast zwei gerade Drittel. verbunden? Ist das verbunden mit irgendwas? Du, jetzt hat nur unten ein Subgroup dranhängen, dass du jetzt wahrscheinlich nicht zugerechnet wird, oder? Doch, Sackwürm wird mitgezählt. Boah, ich Meins bin wird an jetzt dem hier schon Punkt, dass ich es schaffe, angezeigt mit ne? 117 Tonnen. Meins. Ja, dann wird der Teil ordentlich in die Knie gehen, ey. Ja gut, aber die Räder schaffen das schon. Ich habe ja die Joa. großen 5x5 Räder verbaut. Wäre witzig, wenn sie es nicht schaffen würden. Du kannst die Stärke ja einstellen, deswegen. Ja. Deswegen, ich werde es am Anfang auch erstmal relativ hoch einstellen. Nicht, dass ich das hier vom Fahrwerk löse, vom Fahrgestell, ja, und das Ding hier runterkracht, wie verrückt. Obwohl ich vielleicht sogar die Abhilfe schaffen werde, indem ich das auf Nummer sicher mache, indem ich erst die Stützfüße ausfahre und ihn erstmal auf die Stützfüße fallen lasse, so nach dem Motto. Ja. Gut, aber diese Folge ist zu Ende, deswegen sehen wir erst dann im Livestream heute Abend machen wir, wenn nichts schief geht, einen Livestream. Ja, Und wieder wahrscheinlich beide Sichten, also. genau, wieder mit dann, wenn es sollte eigentlich funktionieren wieder, mit genau Dualcam, also quasi mit ja, Multicam, könnt ihr wieder umschalten, denn zumindest sofern ihr auf einem Internetbrowser schaut, Handy-App geht es leider nicht, aber beim Browser könnt ihr dann definitiv umschalten. Gut, wir verabschieden uns für heute von euch, beziehungsweise für jetzt erstmal. Wir kommen heute Abend wieder. Ja. Und dann geht es hier weiter. Und dann schauen wir mal, ob wir es dann hinkriegen, das Fahrzeug hier erstmal auf die Beine zu stellen. Richtig. Und ja, wird noch lustig, vor allem hier zwischen, denn mein Fluggerät einzumanövrieren. Naja, weil jetzt wenig Platz ist durch die Fahrwerke, die hier stehen. Aber gut. Wir verabschieden uns, wünschen euch noch einen schönen Tag erstmal und heute Abend 20:30 Uhr, denke ich mal, wird es Ja. wieder losgehen. Wir werden es rechtzeitig ankündigen auf jeden Fall. Und bis denn und tschüss. Tschüss.